Stempelstudio. Hier ist wieder eure Jasmin von Time to Stamp. Es ist soweit. Heute dürfen wir alle ganz offiziell aus dem neuen Katalog bestellen, den wir ja als Demonstrator schon seit einem Monat jetzt zwar auch schon besitzen, aber wir durften ja bis heute nur, oder bis gestern, nur die Frontseite eben auch zeigen vom Katalog. Oder natürlich, wenn man sich schon irgendwie ein Produkt rausgegönnt hat, so einige Dinge konnten wir als Demonstrator ja uns auch schon nicht genauer anschauen, sondern ja, klar, natürlich genauer anschauen, aber eben bestellen und nicht alles aus dem Katalog. Und die habt ihr sicherlich ja schon die letzten Tage und Wochen teilweise ja eben schon sehen können, weil da waren einige Demonstratoren ja eben schon ziemlich fleißig auch schon unterwegs. Ja, aber heute möchte ich die Chance wahrnehmen und möchte euch mit euch gemeinsam durch den Katalog durchgehen. Mein Ziel ist aber erstmal grob durchgehen, auch wenn es natürlich doch eine längere Reise sein wird, aber ich möchte jetzt auf kein Stempelset oder Stanze oder sowas genauer eingehen, sondern einfach nur die Struktur von dem Katalog und vielleicht gerade auch noch für diejenigen, die jetzt die Produkte von Stamping Up oder wie dieser Katalog vielleicht zu interpretieren ist, vielleicht noch gar nicht so kennen. Also ich denke mal, für die ist dieses Video bestimmt sehr, sehr sinnvoll, hoffentlich, und hilfreich, denn da möchte ich einfach, ja, wie schon gesagt, die Struktur von dem Katalog euch einfach mal ein bisschen näher bringen. Aber ich denke mal auch für diejenigen, die Stamping Up schon etwas länger kennen, natürlich von der Kundenseite aus, vielleicht aber auch für den einen oder anderen Demonstrator, der vielleicht auch noch gar nicht so lange dabei ist und sich noch gar nicht so genau damit auseinandergesetzt hat, wie man den Katalog vielleicht so interpretieren kann, vielleicht ist für den einen oder anderen eben auch nochmal ein Tipp dabei. Und meine nächsten Videos, also das sind werden mehrteilige Videos eben auch sein, da werde ich dann ganz fokussiert auf eine bestimmte Reihe immer drauf eingehen, weil auch ich studiere den Katalog ja mit den verschiedensten Blinkwinkeln bei der Entscheidung, was ich mir jetzt eben aus diesem neuen aktuellen Katalog mir halt eben gönnen möchte. Und da werfe ich natürlich auch manchmal einen Blick dann nochmal drauf hin und nochmal drauf hin und manchmal fällt einem das ein oder andere gar nicht so ins Gesicht oder man merkt es eben auch vielleicht gar nicht, weil wenn man halt eben nur diesen Katalog vor sich hat oder vielleicht sogar auch nur den am Computer angucken kann, dann fällt einem das ein oder andere vielleicht gar nicht so auf oder eben ins Gesicht oder bemerkt auch gar nicht vielleicht so diese kleinen Feinheiten. Das möchte ich einfach dann in speziellen Videos dann nochmal genauer nochmal drauf eingehen. Ja, aber jetzt erstmal zu dem Katalog grob. So sieht er aus. Ich halte ihn quer. Aber ich glaube, man sieht ihn schon fast ganz drauf. Gell? Ja, genau. So, ja, erste Seite, Stamping Up, inspirieren, kreieren und teilen. Das ist praktisch eigentlich schon immer so dieses Motto von der Firma Stamping Up. Und wenn man ihn erstmal so aufschlägt, auf der Doppelseite, finde ich, ist es eigentlich auch sehr schön gemacht, weil, wie schon gesagt, hier sind schon mal die Produktreihen, auf die ich dann eben in meinen nächsten Video speziell nochmal drauf eingehen werde, was überhaupt, wie die Produktreihe ganz detailliert eben aussehen kann. Und hier eben einfach nochmal so grob die Seitenzahlen, dass wenn man eben Stanzen sucht, wenn man alles zum rund ums Temperatus eben sucht, die Papierschneide, dann diese Mini-Stanz- und Prägemaschinen. Wir haben nämlich jetzt hier zwei neue Stanz- und Prägemaschinen im Programm drin. Das ist halt einfach so praktisch hier so ihr Augenmerk, was nochmal von Stamping Up angehoben wurde oder nochmal farblich hier nochmal präsentiert wird. Dann, also wie schon gesagt, hier heißt Produktreihen, perfekt abgestimmte Produktfamilien voller Inspiration. Also da werde ich definitiv dann genauer nochmal drauf eingehen. Bei den nächsten Seiten sieht es eben so aus, dass sich Stamping Up, für diejenigen, die es noch nicht kennen oder auch mal interessiert und vielleicht noch gar nicht mal genauer durchgelesen haben, hier stellt sich Stamping Up eigentlich nochmal vor, und zwar mit ihrer ganzen Familie. Ist eigentlich wirklich eine große Familie, die haben ganz viele Kinder und auch ganz viele Enkelkinder, und ihr Leitspruch wird hier nochmal vorgestellt. Das kann man ja mal in Ruhe auch mal durchlesen. Auf der nächsten Seite, eben auf der Seite 3, werden einfach die Stempel vorgestellt, denn es gibt ja unterschiedliche Stempel, und hier werden diese ablösbaren und die Klarsichtstempel, also ablösbar nennt man eigentlich die hier, diese, ich hätte es jetzt Gummistempel genannt, weil sie aus diesem Gummimaterial eben auch sind, steht ja auch dann eben hier, aber hier nimmt man ablösbar deswegen, weil Stamping Up hat hier keine Holzstempel mehr. Die klassischen Holzstempel, die man vielleicht sonst so vielleicht kennt als Stempel, die gibt es nicht mehr. Man braucht für dieses, weil sie ja ablösbar sind, immer auch noch so einen Stempelblock noch dazu.
Und dann gibt es aber die Klarsichtstempel, die hier komplett durchsichtig sind. Deswegen Klarsicht, da kann man dann eben auch durchschauen. Da braucht man natürlich auch so einen Stempelblock dazu. Ne? Aber das wird hier dann genau erklärt. Und hier noch schöner Stempeln. Hier gibt es praktisch einfach ein paar Techniken, werden hier vorgestellt. Ob es jetzt das Einfärben mit Markern ist, wie man unterschiedlich abstempeln kann, wie man Muster stempeln kann, dann diese Maskentechnik und dass man sogar was heiß prägen kann. Das wird hier einfach nochmal erklärt für diejenigen, die einfach noch nicht genau im Detail vielleicht eben wissen, was man alles mit diesen Stempeln eben machen kann. So, dann die nächsten Seiten. Da heißt es eben perfekte, also kreative Kombination in perfekter Harmonie. Hier, das ist praktisch einfach das Steckenpferd von Stamping Up. Das Stamping Up in ihrer ganzen Produktpalette, also durch den ganzen Katalog rum, da geht es immer um farblich abgestimmte Produkte. Das heißt, dass ihre Stempelfarbe mit dem Papier, mit den Bändern, die ganzen Accessoires farblich alles immer aufeinander abgestimmt eben auch ist. Auch die Stanzen und die Stanzformen, jetzt habe ich es mir, glaube ich, endlich mal gemerkt. Das ist eine Handstanze, also die Stanzen, und das andere nennt sich Stanzformen. Komme ich hier nach noch mal näher drauf rein für diejenigen, die das noch nicht kennen. Das ist auch alles immer auf die Stempelmotive aufeinander abgestimmt. Deswegen, das hier ist einmal eine perfekte Kombination in dem ganzen Katalog. Dann ab der Seite 6 geht es eigentlich schon los mit Sets. Und auch hier finde ich das eigentlich sehr schön. Auch da notiert sich mal die Zeit, sich das mal durchzulesen. Hier wird es nämlich schön erklärt, dass es drei verschiedene Sets praktisch gibt. Einmal nennt man es Komplettset, einmal Projektset und einmal ein Produktmedley. Und da ist der Unterschied eben einfach so zu verstehen. Hier fängt es an, dass praktisch ein Komplett, hier nennt man es zwar Kartenset, hier spricht man von nur Komplettset, aber das ist halt praktisch auch für Karten halt eben auch gedacht. Komplettset, Komplettsets. Darf man immer sich so vorstellen, da ist immer alles eben komplett drin. Man braucht nichts mehr Zusätzliches, wenn man das so interpretieren möchte. Das heißt, hier gibt es auch immer eine Schachtel. Also hier sind zwei verschiedene Beispiele, also zwei verschiedene Produkte mit einer Bestellnummer. Sind auch gar nicht mal so extrem teuer. Einmal 39 Euro und einmal 35 Euro. Aber hier drin findet man eben vorgefertigte Papiere schon, also keine Designerpapiere, die man erst zuschneiden muss, sondern hier sind sie schon in der richtigen Größe einfach zugeschnitten. Man braucht sie nur in der Mitte falten und schon hat man eben diese Karten. Man hat aber auch immer Briefumschläge dabei. Man hat aber auch den Stempel immer mit dabei. Man hat eben auch Accessoires mit dabei und man hat sogar auch ein Stempelkissen mit dabei. Zum Beispiel Stempelkissen sind natürlich diese ganz kleinen. Ja, das sind diese kleinen Mini-Stamping-Spots. Da gibt es dann immer jeweils verschiedene Farben drin, muss man drin lesen. Dann gibt es natürlich diese Stempel, die sind immer mit dabei. Bei den Stempeln bitte drauf aufpassen, dass die gehen hier manchmal, finde ich, immer arg unter, weil sie halt sehr, sehr klein hier immer nur abgedruckt sind im Katalog. Ansonsten ist hier immer alles original groß. Ne? Also wenn man natürlich jetzt einen Katalog in Papierform vor sich liegen hat, dann kann man sich die Größe vorstellen, weil hier steht ja auch immer Originalgröße. Hier hinten, wenn man die ganzen Stempel dann sieht, ist immer die Originalgröße. Ne? Also wenn man den Katalog in Papiergröße hat, dann kann man sich dann ein exaktes Bild machen. Bis auf die hier, das ist immer ziemlich klein abgedrückt, steht ja auch hier unten drunter in 40%iger Originalgröße nur abgebildet. Ne? Und die gehen, finde ich, meiner Ansicht nach manchmal total unter. Man ist dann immer überrascht, wenn man sie bekommt, dass das auf einmal dann so groß ist. Die Zitrone ist natürlich viel größer. Ne? Oder auch hier diese ganzen Texte, die sind dann eigentlich viel größer. Und hier hat man halt eben ein Beispiel rausgenommen. Beziehungsweise das ist, der gehört ja noch dazu. Der ist ja hier gar nicht mit dabei. Ne? Also der gehört ja noch mit dazu. Aber das ist praktisch die Originalgröße. Und das Ganze ist aber dann hier immer drin. Und man braucht ja, weil das sind ja diese transparenten Stempel, man braucht ja so einen Acrylblock, so einen. Aber da darf man sich nicht wundern, es ist nicht so ein schöner, ich nenne die ja immer Handschmeichler, aber die sind schön dick und so schöne abgerundete Ecken. Die tun also überhaupt nicht weh in der Hand. Die wir hier drin haben, sind leider, also ich muss echt sagen, leider, ich finde es ein bisschen schade, damit es zwar, der ist zwar auch schön hoch, aber der hat halt solche scharfen Kanten. Also ich finde, das ist jetzt wieder kein Handschmeichler. Aber man hat halt eben was, womit man seine Stempel mit aufbringen kann. Okay, schöner wäre es natürlich gewesen, wenn man das hier eben auch hätte. Aber okay, gut, meine Meinung. Ja, aber was immer sehr schön ist, hier ist auch immer eine Schachtel mit drin, wo dann ein komplettes Paket eben hier alles mit drin ist. Man kann gleich zack, zack eine Karte erstellen.
Der Unterschied zwischen jetzt diesen Karten, also zwischen den Komplettsets und den Projektsets, was auf der nächsten Seite ist, ist, dass man hier die Stempeln separat kaufen muss. Hier sind sie mit drin. Dafür wiederum, wenn dir jetzt eben dieses Stempelset gefallen würde, aber du sagst so, du brauchst jetzt das Ganze eben hier nicht, geht es leider nicht. Das musst du hier im Komplett kaufen. Hier dagegen kannst du sagen, so okay, mir gefällt das Papier hier besonders gut. Also auch hier wieder ist praktisch so ein Set mit so einer Schachtel eben auch mit drin. Wieder ganze Papiere, Accessoire-Teile, das alles. Aber es sind keine Stempelkissen drin. Ist natürlich kein Acrylblock drin und sind auch nicht die Stempel drin. Also auch hier wieder mini abgedrückt, abgedruckt hier. Aber das ist die Originalgröße. Also das kann man hier einzeln kaufen, wenn man das möchte, wenn man jetzt eben nur dieses Stempelset haben möchte. Aber man kann ja eben auch noch zusätzlich eben, oder sagen wir nicht zusätzlich, vielleicht sogar nur dieses Projektset kaufen. Einem gefällt vielleicht aber nicht dieses Stempelset oder man hat schon was zu Hause, dann braucht man das vielleicht nicht unbedingt. Dann kann man ja einfach sagen, so, oh, das gefällt mir aber so schön von den Farben her. Dann hole ich mir das eben für 39 €. Es ist ein Riesenset, wo man 16 Karten schnell machen kann. Und ich benutze einfach das Stempelset, was ich schon zu Hause habe. Und Stempelfarben habe ich vielleicht auch. Könnte man ja machen, aber wenn man sich vielleicht farblich aufeinander abstimmen will, dann wird es hier nochmal vorgeschrieben, welche Farben eben hier in diesen Papieren vorgegeben sind und vielleicht dann doch ein bisschen farblich und motivmäßig aufeinander abgestimmt, gibt es halt dann doch noch ein Set dazu. Und die dritte Gruppe dazu, zu diesen Sets, nennt sich eben Produkt Medley. Das wiederum ist auch wieder so zu interpretieren, dass es ein bisschen ein größeres Set eben auch ist. Es kostet ja auch 85 €. Und hier ist eben auch ganz viel eben auch drin, also wieder ein Stempelset eben auch drin. In dem Fall sind es sogar Stanzformen, also die man mit dieser Stanz- und Prägemaschine eben nur ausstanzen kann. Ein komplettes Set aber von Designerpapieren. Also es sind hier keine Karten hier vorgegeben, sondern hier ist so ein komplettes Designerpapier-Set eben auch drin. Aber eben hier auch noch zum Beispiel heißt es Vanillebögen, sechs Bögen in Vanillepur mit so einer Reliefprägung. Ich zeige es euch mal. Vielleicht könnt ihr es erkennen, ja, die hat sogar so eine Prägung eben mit drin in diesem Papier. Und natürlich auch Accessoires, Bänder wieder, so Papierblümchen, hier so ein paar, wie nennt es sich immer, so Stanzformen, nicht die Stanzformen, das wollte ich nicht sagen, sondern vorgeschnittene Motive, genau das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. So vorgeschnittene Motive, das ist hier komplett alles drin. Ja? Und wenn man jetzt das vielleicht verbraucht hat und ein Stempelset hat man ja und die Stanzformen, aber man möchte jetzt ganz gern nur dieses Papier eben auch haben, dann kann man dieses Nachfüllset noch sich dazu holen. Also für 28 € kann man sagen, so okay, ich brauche jetzt nicht, oder mir gefällt der Stempel vielleicht auch gar nicht, ich brauche die Stanzformen auch gar nicht, aber mich würde jetzt eben dieses Papier hier interessieren, dann kann man das eben hier mit dieser Bestellnummer bestellen. Ja. Also hier ein ganz großes Paket, wo man ganz viel machen kann, wo man auch selber mit den Papieren irgendwie ganz kreativ werden kann. Hier wiederum ist es separat. Stempelset kann man separat kaufen und hier wiederum ist das Stempelset aber mit drin. Das kann man nicht separat kaufen. Das waren praktisch so diese ersten Seiten. Und dann geht es eigentlich schon ab dieser Seite eben los mit diesen ganzen Produktreihen und eben Einzelstempelmotiv. Was heißt Einzelstempel sind ja nicht, sondern auch immer so Sets, aber nur Stempelsets. Und da möchte ich jetzt nicht näher drauf reingehen, sondern ich möchte dann wieder mit dieser Seite hier anfangen, weitermachen. Und zwar ab Seite 140. Da heißt es einfach kreieren. Also was braucht man praktisch, um jetzt mit diesen ganzen Stempeln jetzt was zu machen? Und da wird halt einfach dann aufgelistet, dass es ja natürlich Farbkartons noch in dem Katalog gibt. Natürlich die klassischen Stempelkissen und eben die Tinte selber. Dann gibt es ja die Stamping Right Marker und Aquarellstifte und die Designerpapiere und die Stamping Blends. Bitte die beiden Stifte nicht durcheinander bringen. Das sind eben wasserlösliche Stifte. Ja, also die kann man mit Wasser auch wieder auflösen. Und das sind Alkohol. Tintenbasierte Stifte sind zwei ganz unterschiedliche Techniken auch. Und dann gibt es natürlich Geschenkband und Dekoband und halt eben auch noch ein bisschen Accessoires. Also das wird hier einfach auf dieser Seite nochmal vorgestellt und hier anhand den Bildern, was jetzt auf den folgenden Seiten einfach nochmal kommt. So, und hier für diejenigen, die jetzt Stamping Up vielleicht noch gar nicht so genau kennen,
S, hier kommt die Farbkollektion überhaupt von den ganzen Papieren und Stempelkissen, Accessoires und so weiter. Und zwar gibt es bei Stamping Up bestimmte Familien, also sie sprechen von Farbfamilien und in jeder Familie sind immer 10 Farben drin. 2, 4, 6, 8, 10 sind 10 Farben und die Familien nennen sich eben Signal, Neutral, Pracht und Pastellfarben. Das sind praktisch diese vier Hauptfamilien, nenne ich sie jetzt eben auch mal, also insgesamt 40 Farben. Und von diesen Farben hier eben auch wiederum kann man eben sich die einzelnen Farbkartons in Größe A4 bestellen oder das Stempelkissen oder und die Nachfülltinte, ne? Also die Nachfülltinte sind ja dann solche kleinen Fläschchen oder halt eben diese Alkoholstifte. Ja, das sind von diesen ganzen Farben. Und dann gibt es noch diese Basisfarben, da haben wir eben Schwarz und Weiß und dann noch dieses Vanillepur dazu. Und hier haben sie uns jetzt das so mit auf noch gefüllt mit Bronze, Elfenbein und Farbaufheller. Das, weil ja hier so die Striche sind, betrifft aber keinen Farbkarton und auch nicht die Stamping Right Marker, sondern nur die alkoholbasierten Stifte. Und dann haben wir hier noch Incolor, die Incolor-Familie. Die wird immer wieder ergänzt mit jedem Hauptkatalog. Es sind nochmal 10 Farben, die aber nochmal geteilt sind in jeweils zwei, ein Fünfer-Set. Das heißt praktisch, wir bekommen für jeden Hauptkatalog immer 5 neue Farben dazu. Das heißt, dass diese 5 Farben, die hatten wir schon im letzten Katalog mit drin. Deswegen steht hier auch 2019 bis 2021. Also die werden uns jetzt noch bis zum nächsten Hauptkatalog eben im Katalog verbleiben. Aber also die kennen wir schon. Dafür sind aber andere rausgefallen und wir haben 5 neue dazu bekommen. Das heißt, im nächsten Katalog werden die natürlich wieder mit drin sein, weil die sind ja bis 2022 im Katalog vorhanden. Dagegen die werden wir, da müssen wir uns dann verabschieden und dafür werden dann eben 5 neue dazukommen. Für diejenigen, die das Prinzip schon kennen von Incolor-Farben. Da gab es jetzt eben im letzten Hauptkatalog das erste Mal sogar tatsächlich Probleme mit den Farben. Hier ist nämlich die Fliederfarbe und da ist tatsächlich kein klassisches Stempelkissen und auch nicht die Nachfülltinte mehr vorhanden zum Bestellen, weil da gibt es und gab es und gibt es immer noch einfach Probleme, diesen Farbton so zum Mixen. Damit er genau gleichbleibend, vor allem wirklich in jedem Stempelkissen und jeder Flasche eben gleichbleibend diesen einen bestimmten Farbton eben wiedergibt. Und weil sie das einfach nicht hinbekommen haben mit ihren Produzenten, haben sie sich letztendlich jetzt dafür verabschiedet. Es gibt zwar noch den Farbkarton und wir haben auch noch die Alkoholstifte dafür, aber halt eben nicht Stempelkissen und nicht die Nachfüllflasche. Also deswegen nicht wundern, warum hier die zwei Striche sind, weil die gibt es eben hier auch nicht. Ja, dann gibt es aber auch noch Sets und das ist gleich so mein Tipp auch von meiner Seite aus. Wenn man sich nicht entscheiden kann, ach Gott, welche Farbe nehme ich denn jetzt von diesen vielen Farben, dann habe ich auch immer damit gestartet und das mache ich auch immer mit diesen Incolor-Farben, damit ich mir praktisch mal dieses im Set hole. Das heißt hier, man kann auch den Farbkarton A4 zum Beispiel im Set holen. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel von den neuen Incolor-Farben von 2020 bis 2022 jetzt praktisch diese 20 Bögen bestellt. Das heißt praktisch, hier habe ich dann praktisch diese 5 Incolor-Farben mal 4 in so einem Paket drin. So kann ich praktisch mal alle 5 Farben auf einmal mir vorstellen und vielleicht damit auch schon arbeiten. Und wenn ich dann einfach merke, die eine Farbe liebe ich abgöttisch, dann kann ich mir die ja auch nochmal einzeln ja eben dann nachkaufen. Genauso das gleiche gibt es auch mit 12x12 Papieren. Und dann haben wir sogar so Designerpapiere, die es einfach so ein Basismuster haben, so ein bisschen mit Muster und mit Schrift und mit so Pünktchen. Und die gibt es eben auch in unseren 4 Farbfamilien und eben in den Incolor-Farben. Und wenn man ein bisschen Preis sparen will, so ein einzelnes Stempelkisten kostet ja 9 Euro. Aber wenn man weiß, so ich möchte komplett diese ganze Farbfamilie als Stempelkissen haben, dann kann man die sich da auch im Set kaufen. Dann spart man sogar noch ein bisschen, weil eben alle 10 Stempelkisten kosten dann nicht mehr 90 Euro, sondern 81 Euro. Und das gleiche eben hier auch mit den Incolor-Farben. Genau das gleiche gibt es eben auch mit den kleinen Fläschchen eben auch hier oder mit den Stamping Right Markern. Die kann man sich pro Farbfamilie kaufen oder komplett alles in einem Koffer. Und hier gibt es nochmal die Aquarellstifte dazu. Wenn man ein bisschen Ordnung in sein Stempelzimmer reinbringen möchte, wird hier ein System vorgestellt. Das könnt ihr ja dann mal in Ruhe durchlesen. Und vielleicht habt ihr da dran Interesse dran.
Und dann kommen jetzt noch zwei Seiten. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, die sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da muss man sich mit Ruhe dran setzen, denn hier muss man wirklich schon genau gucken, wo finde ich denn jetzt hier was. Deswegen möchte ich da jetzt auch nochmal mit euch eben einfach durchgehen. Aber wenn man auch da das Prinzip versteht, wie man das ja interpretieren kann, dann kommt man eigentlich ziemlich schnell drauf. Man muss hier einfach nur die Nummern hier runtergehen und hier sind die Nummern auch nochmal. Was ist auf den zwei Seiten? Ist einfach nochmal, wir können ja auch prägen. Es gibt also diese Prägepulver. Das sind eben hier diese vier Döschen und hier werden die Farben aufgeschrieben, um diese Prägepulver aber eben auch aufbringen zu können, braucht man ja einmal dieses Versamark-Stempelkissen, das ist die Nummer 3, damit praktisch das Prägepulver auch kleben bleibt auf deinem Papier. Oder du kannst es aber auch benutzen, um hier so wie so ein Wasserzeichen-Effekt praktisch auf dein Papier abzustempeln. Und wenn du das Pulver aber jetzt eben so heiß prägen willst, dann brauchst du für die Nummer 2 das Erhitzungsgerät. Dann gibt es eben so diese Deko-Schablonen, die finde ich sind jetzt vom Motiv hier nicht so optimal dargestellt. Okay, hier sieht man, dass es Punkte sind, hier sind solche Blattmotive, hier ist es so zum Baum und hier sind solche Rankenmotive. Das sind nämlich auch ein Set von 4 Schablonen. Und für diese Schablonen braucht man natürlich hier diese Strukturpaste. Gibt es eben auch 2, einen Seidenglanz und einen Weiß. Und um das am besten auch verstreichen zu können, das ist hier wie so eine Creme, braucht man eben diese Künstlerspachteln. Das ist diese Spalte hier. Auf der Seite eben hier wird das hier vorgestellt. Mit der Nummer 7 fängt es an. Das ist praktisch so ein kleines Fläschchen für so einen Schimmerglanz. Das ist wie so ein Kleber, der dann aber auch so glitzert und ein bisschen erhaben ist. Also praktisch, man kann da so ein 3D-mäßig drüber gehen, wenn man zum Beispiel so Schneeeffekte oder so Schneekristalle vielleicht eben so auf seine Motive draufbringen möchte. Dann gibt es eben Glanzfarbe. Kann man mit schön ausmalen, dass man so einen Glanzeffekt eben hat. Gibt es 2 verschiedene Farben. Dann gibt es den Wink of Stella Stift. Gleich mal zur Seite getan. Das ist eben so ein Stift. Ne? Da ist so Glanzfarbe eben auch mit drin. Dann kann man so schön über das Motiv gehen. Dann glänzt es eben auch sehr schön. Dann gibt es genau, wenn ihr hier auf den Seiten aufgepasst habt, hier gibt es ja keine Stempelkissen. Hier sind ja überall Stempelkissen mit aufgelistet. Aber hier bei den Basisfarben, bei Schwarz und bei Weiß oder so, bei den Farben, gibt es nur den Farbkarton und die Stifte, aber keine Stempelkissen. Denn hier sind unsere einzigen schwarzen Stempelkissen. Da gibt es erstmal dieses Stesson-Stempelkissen in Schwarz und in Hellbraun. Das ist permanente Tinte. Die ist nicht wasserlöslich. Also das ist praktisch zum Vorteil, wenn man hernach mit dem Wasser drüber gehen möchte. Dafür eignet sich vielleicht auch der Wassertankpinsel. Den kann man hier im Dreier-Set jetzt bestellen. Das ist übrigens auch neu in diesem Set. Man haben schon immer die 2 verschiedenen Größen gehabt, aber nicht mehr diesen Fächerpinsel. Das sind jetzt so Dreier-Sets. Und wenn man aber eher mit den Alkoholstiften arbeiten möchte oder überhaupt so dieses mehr oder weniger klassische schwarze Stempelkissen, da arbeitet eben Stamping Up mit diesem Memento-Stempelkissen. Ja, also das ist praktisch so das, womit man meistens abstempelt. Hier bei dem Stesson kann man nur das Stempelkissen kaufen, dagegen bei Memento gibt es das Stempelkissen und eine Nachfülltinte. Und dann gibt es den Stamping Spritzer, auch den habe ich mir mal hier hingelegt, den finde ich sehr dankbar, den habe ich auch total gern, da habe ich alle möglichen Sachen auch mit mir reingefüllt und dann kann man dann eben auch so schön über seine Papiere drüber spritzen und hat schöne Hintergründe erstellt. Und genauso wie dieser Mischstift, hier hat man dann eben so einen Stift, der so 2 Spitzen hat, der ist ziemlich schwarz oder beziehungsweise farbig sieht der eben auch aus auf beiden Seiten bei mir, weil der natürlich fleißig in Benutzung ist. Der ist aber nicht schmutzig, man geht dann immer so über ein Papier eben auch drüber, die sind feucht. Aber wenn man die auf dem Skizzenpapier erstmal wieder sauber macht, dann geht da keine Farbe mit mehr ab. Aber man kann in das Stempelkissen eben reingehen, nimmt Farbe auf und dann kann man eben so schön ausmalen. Dafür sind die eben gedacht. Das war diese Spalte. Und bei der letzten Spalte wird alles, was mit Farbe zu tun hat, sei es jetzt eben diese Schwämmchen, also ich habe die hier schon mal so auseinandergeschnitten, um solche Hintergründe zu erstellen. Sei es jetzt eben, hier gibt es sogar einen Stamping-Kreidemarker, also es ist wie so eine Tafel, Kreidefarbe. Dann gibt es diese kleinen Fingerschwämmchen, davon habe ich eben auch ganz viel. Das sind ja eben solche Fingerschwämmchen, nimmt man hier so raus und dann ja, kann man auch da ins Stempelkissen mit reingehen. Hier kann man immer so ein Set kaufen, wo 5 Schwämmchen eben auch drin sind. Die habe ich mir mal alle so gekennzeichnet, damit ich immer weiß, mit welcher Farbe ich denn da mal reingegangen bin.
Dann gibt es diese Schwammwalze. Ich habe mir die auch mal geholt, allerdings benutze ich sie viel zu selten. Ich finde es teilweise ein bisschen zu weich, aber ich denke mal, das ist bestimmt auch eine Übungssache, wie man damit eben die Farbe von seinem Stempelkissen eben auch aufnimmt, um dann eben auch so schöne Farbverläufe herstellen zu können. Dann gibt es, die finde ich auch sehr, sehr dankbar hier, diese Stamping Spots ohne Tinte. Ich habe euch ja schon die gefüllten gezeigt, aber man kann die eben auch so im Set kaufen. Da sind sie eben leer und ich mag die deswegen eigentlich auch total gerne, dass wenn man nämlich mit dem großen Stamparatus eben auch arbeitet, dann füllt man da sich ein paar Tropfen eben von seiner Farbe eben auch drauf und dann kann man nämlich auch über diese kleinen Stempelmotive eben gehen und muss nicht zwangsweise mit dem großen Stempelkissen vielleicht eben auch ran. Also gerade wenn man so kleine Stempelmotive vielleicht eben auch noch hat. Das sind die hier. Das ist eine andere Farbe. Das ist Kraftstempelkissen und Nachfülltinte in Weiß. Und da bitte sich nicht wundern, denn normalerweise sind alle unsere Stempelkissen ja bereits gefüllt. Aber bei der weißen Farbe, weil die sehr schnell austrocknet, hat man darauf verzichtet, das Kissen schon zu füllen, sondern man bekommt ein leeres. Das steht aber genau hier in dem Text drin. Das ist erstmal leer und man bekommt aber dann gleich natürlich die Nachfüllflasche dazu. Die muss man nicht extra kaufen, sondern es ist praktisch ein Set. Man muss die dann praktisch erstmal befüllen. Aber man kann natürlich die Nachfülltinte auch nochmal extra kaufen. Ja. Und hier auch zum ersten Mal, das ist jetzt eben auch neu in diesem Katalog. Früher hat man nämlich von jeder Farbe ein großes Stempelkissen und ein kleines Stempelkissen. Und jetzt kann man die tatsächlich nur mit Entschuldigung, hier oben sind wir, mit ausgewählten Farben, kann man die tatsächlich so in einem Set, das sind 8 Farben drin, kann man die so kaufen. Und last but not least gibt es diesen Stift hier, auch den Stamping Right, also den wasserlöslichen Stift in Schwarz. Der ist säurefrei, also der ist hauptsächlich natürlich vielleicht fürs Schreiben vielleicht eben auch gedacht. Das war es einfach darum. Und dann kommen die ganzen Designerpapiere. Hier steht ja immer auch dabei, welche Farben in den Papieren sich befinden und auch zu welchem Stempelset meistens eben auch gehörte. Das sind die ganzen Papiere. Dann kommt eine Seite mit unserer Papierschneidemaschine. Auch die Schneideklingen gibt es im Viererstück. Pack zu bestellen. Dann gibt es eben dieses SimpliScored Falzbrett. Das finde ich auch ein sehr hilfreiches Tool. Das ist eine Inch-Angabe. Und wenn man das eben in metrische Angabe-Einteilung haben will, dann kann man da eben so ein Zusatzplatte sich eben dazu kaufen. Wenn ihr das mal näher vorgestellt haben möchtet, bitte schreibt es mir einfach in die Kommentare und ich erkläre es euch oder stelle es euch näher vor. Und dann geht es rund ums Verpacken oder nochmal um Papiere. Das heißt, hier sind einfach verschiedene Schachtelformen oder Zellophantüten. Dann gibt es hier diese speziellen Papiere, diese lasergeschnittenen Papiere aus Gold in dem Fall. Oder eben einfach nochmal unsere verschiedenen Vanillepuren, Flüsterweißpapiere oder Klarsichtsfolien oder Aquarellpapier, Pergamentpapier, Grußkärtchen, Umschläge. Was neu ist, ist ein farbiges Samtpapier in 3 verschiedenen Farben oder Metallic-Folienpapiere hat man auch schon immer gehabt. Jetzt haben wir noch eine neue Farbe dazu bekommen. Und was auch noch neu eben ist, ist ein Glitzerpapier in Regenbogenfarben. Also es steht ja dann immer mit diesem kleinen roten N. Das ist dann immer, was neu in diesem Katalog aufgenommen wurde. Ja, und dann für die Scrapbook-Fans oder die einfach gerne Fotoalben erstellen, wird hier nochmal die Produktreihe vorgestellt oder beziehungsweise eben, wo die Bestellnummern sich zu finden sind. Das ist eigentlich auch mal ein ganz schönes Set. Da gibt es so ein Album, dann kauft man sich so Klarsichthüllen da eben dann auch noch dazu. Und hier gibt es nochmal Briefumschläge. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit den Erinnerungen zu tun, aber man kann natürlich da nochmal Fotos oder Erinnerungen auch mal reinmachen. Aber dieses Set beruht sich hauptsächlich eben auf dieses Ordnersystem mit diesen Hüllen. Und in diese Hüllen, und ich finde die eigentlich wirklich ganz praktisch, weil man hat ruckzuck so eine Seite eben erstellt. Das finde ich eigentlich wirklich praktisch. Also man hat es wirklich sehr schnell gemacht. Ich bin da bloß nicht so konstant bei dem System geblieben oder mache es irgendwie nicht weiter, weil ich einfach diese Haptik, dass ich da so was Plastikmäßiges umblättere. Das ist das, was
was ich ein bisschen schade finde. Ansonsten vom System selbst her ist es einfach fantastisch, weil man hat einfach solche Hüllen, solche Steckfächer. Man kann ratzfatz sein Foto da reinstecken, dann eins von diesen schönen Papieren, die auch schön nach Motiven dann auch im Farbspektrum dann einfach so als Komplettset zum Kaufen gibt. Und dann hat man das wirklich sehr schnell so erstellt, zusammengesteckt, kann dann seinen Text noch dazu schreiben, noch ein bisschen Klimbim und Accessoires noch da draufkleben. Also es ist wirklich, geht wirklich sehr, 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 sehr schnell, wo man so eine Erinnerungsseite erstellt hat. Aber ich möchte da auch speziell nochmal darauf hinweisen, man muss es nicht unbedingt mit diesem Stecksystem machen. Man kann diese Sets hier, eben diese Kartensortiment-Sets, ja auch für eine klassische Karte auch benutzen oder um anderweitig auch seine Scrapbook-Seiten oder Erinnerungsseiten zu erstellen. Also man muss es ja nicht immer zwangsweise mit diesem Plastikhüllenset eben auch machen. Denn ich finde das ein wirklich unwahrscheinliches, weil es kostet nur 13,25 € immer dieses Set und da sind 50 doppelseitige gestaltete Karten drin. Das muss man sich mal, ja, mal auch mal ausrechnen. Das ist ein riesen Set immer, was hier immer drin ist. Und das lässt sich ja wunderbar für alles Mögliche nochmal benutzen. Also hier sollte man wirklich nochmal einen genaueren Blick drauf werfen, falls einem die Motive eben immer gut gefallen. Es wird auch immer erklärt, zu welcher Produktreihe es eben auch immer passt. Das ist ein schönes Ergänzungsset zu dem Stempelset oder zu dem Designerpapier, was in dem Hauptkatalog eben auch noch mit drin ist. Also das nicht außer Acht lassen, diese Seite immer. Weil es ist wirklich ein Preisersparnis hier. Ja, und dann kommen die ganzen Accessoires, das heißt die kleinen Pünktchen, Strasssteinchen, was es eben alles noch dazu gibt, die Pailletten und so weiter und so fort. Dann gibt es auf der nächsten Seite eben auch noch welche. Dann gibt es hier diese Plastikkuppen. Da die ist neu mit dem Einmachglas und hier gibt es diese Schneekugeln. Wer dieses System nicht kennt, ich habe jetzt die Form nicht, ich meine, die ist ja sowieso neu, aber ich habe welche hier von Tonic, die ich euch zeigen könnte. Also falls ihr dieses Prinzip hier überhaupt erst nicht kennt, das sind praktisch solche Plastikkuppeln. Die haben dann auf der Rückseite so einen Klebestreifen und dann gibt es noch eine passende Stanzform. Wird natürlich dann immer darunter geschrieben, welche Stanzform dazu passt. Und dann kann man die eben so dann draufkleben auf sein Papier und tut mit so Pailletten oder so kleine Schmucksteinchen praktisch den Innenteil befüllen und dann hat man so Schüttelfenster eben damit eben auch gestaltet. Schüttelfensterkarten oder Schüttelfensterprojekte. Dann auf der Seite die stillen Helden, das finde ich ein schönes Wort, stille Helden der Kreativität, sind aber wirklich auch stille Helden. Ja, mein Favorite auch, der Aufhebhelfer, wo haben wir ihn mit diesen ganzen Aufsteckteilen, die es eben dann eben auch gibt. Also den finde ich auch absolut dankbar, den seht ihr ja auch sehr oft in meinen Videos, dass ich den auch benutze. Dann gibt es natürlich den Papierfalter, eben hier auch. Und eine vernünftige Papierschere sollte man eben auch haben. Also den hüte ich auch wie mein Augapfel. Er hat sogar so eine Schutzkappe eben auch obendrauf. Und ich bin auch ganz dankbar, dass die obendrauf ist. Denn da sage ich immer so, da wird hier kein Klebemittel geschnitten. Ja, das ist die Seite, Seite 159. Dann kommen lauter Bänder. Könnt ihr euch dann in Ruhe anschauen, welche Farben und welche unterschiedlichen Breiten die Bänder auch haben. Dann kommen wir zu den ganzen Klebeteilen. Ich glaube, hier könnte ich auch nochmal ein extra Video drüber drehen. Da gibt es allbekannte, die man schon kennt. Sei es jetzt diese Mini-Glue-Dots, die ich auch absolut liebe. Dann hier gibt es ein neues System. Das ist eben auch so wie so ein Abrollsystem. Da gibt es jetzt in zwei verschiedenen Varianten. Einmal im ganz normal permanent klebend und es ist extra stark klebend. Dann haben wir unsere Dimensionals, sei es als Streifen in Weiß oder in Schwarz. Das finde ich toll, das werde ich mir auch auf alle Fälle bestellen. Ist die Nummer 12, das heißt ein doppelseitig selbstklebende Schaumstoffbögen. Also dieses selbstklebend finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, dass euch das nicht durch die Finger rutscht. Das sind sechs Bögen für 9,75 €. Denn solche Schaumstoffbögen, also gerade wenn ihr was mit Abstand eben kleben wollt und die so filigran sind, wo man was ausstanzt, das finde ich also wirklich sehr dankbar. Weil wenn du zum Beispiel so einen Buchstaben ein bisschen dicker haben möchtest, dann könntest du den natürlich sich was 10-mal ausstanzen, dann aufeinander kleben, dann hast du es ein bisschen höher. Aber so filigrane Teile kriegst du ja kaum mit diesen Dimensionals. Müsstest du ja auch alle so zuschneiden. Da ist es natürlich schön, dass du schon so automatisch wie so ein Schaumstoff, gibt es natürlich im Bastelmaterial auch so ein Schaumstoff, ganz klar. Ne? Aber die sind nicht klebend. Da musst du extra wieder einen passenden Kleber dafür haben.
Und das ist eben so, du stanzt es einmal aus, dann hast du es hier ausgestanzt, dann tust du die Vorderseite und die Rückseite eben, die Schutzfolie eben auch weg. Die Vorderseite ist deswegen vielleicht eben auch wichtig, weil du willst vielleicht noch ein Designerpapier draufkleben oder du willst, was ich was, du kannst ein Pulver drüber tun. Also das ist wirklich, wirklich was Tolles. Also, und auch vom Preis her finde ich sehr gut, weil die kriegt man nämlich nicht so ohne. So diese selbstklebende, doppelseitig selbstklebende Schaumstoffbögen. Ja, also von dem her finde ich eine schöne Neuerung in unserem Katalog. Ja, Stempelzubehör, das sind eben diese Acrylblöcke, die ich schon mal vorgestellt habe. Da gibt es eben eine ganze Reihe, die kann man total mit 10% gespart komplett kaufen oder jeden einzelnen. Dann natürlich wollen wir unsere Stempel sauber machen. Da gibt es Säuberungskissen oder den Reinigungsprofi und die beiden Flüssigkeiten dazu, die man dafür braucht. Falls du alles hast und möchtest einen schönen Koffer aufbewahren, kann man sogar so einen Aufbewahrungskoffer kaufen. Hier unser kariertes Papier. Das habe ich hier unten drunter liegen. Das hat beide Seiten. Das ist die Inch-Seite, gibt aber auch eine Zentimeter-Seite. Und das sind unsere Stempelboxen. Dankbar zum Beispiel, um zum Beispiel solche Nachfüllfläschchen oder die ganzen Stifte aufzubewahren. Also das ist eigentlich auch ein ganz hilfreiches Tool hier, dieses Stempelboxen. Jetzt kommt unser Stemperatus, nochmal eine extra Seite. Auch davon habe ich aber auch schon viele Videos auch gedreht über den Stemperatus mit seiner Tasche und alles rund um den Stemperatus eben. Eine Stempelhilfe für diejenigen, die es nicht kennen. Dann kommen jetzt eben unsere Stanzen, also unsere Handstanzen und deren Motive. Das ist übrigens alles die Originalgröße abgebildet, die ganzen Stanzen. Was ich auch jetzt schön finde, auch in dem Katalog neu gemacht ist, hier sind alle Einzelstanzen und hier sind es praktisch Stanzpakete. Das heißt, es ist praktisch immer die Stanze, die man natürlich hier einzeln kaufen kann. Das sind meistens auch dann auch neue Stanzen, wieder hier über dieses rote N, bis auf hier. Das Herzchen ist nicht, die Herzen sind nicht neu, aber es gibt immer ein passendes Stempelset dazu. Das heißt nicht, dass es zudem hier nicht auch ein Stempelset dazu gegeben hat, aber es wird nicht mehr im Paket angeboten. Also zum Beispiel diese Regenschirme, da gibt es natürlich auch ein passendes Stempelset dazu, aber nicht im Paket. Und hier kann man sparen 10%, wenn man praktisch das mit dem passenden Stempelset, und das wird dann hier nochmal kurz anhand von Projekten und hier eben nochmal extra aufgeschrieben. Entschuldigung, hier ist dann dieses Stempelset nochmal extra aufgeschrieben. Hier steht ja auch da die Seite, wo man dann hinblättern kann. Und dann kann man eben hier sparen. Das ist eben so zu verstehen. Das Gleiche gibt es natürlich auch für die Stanzformen. Aber kommen wir gleich noch dazu. Erstmal zu den neuen Maschinen. Ja, Stamping Up hat jetzt endlich mal wieder eine Stanz- und Prägemaschine. Und jetzt haben sie sogar auch zwei. Und zwar eine normale, das ist eine klassische Größe, also keine A4-Größe. Es hat die klassische Breite, wie wir unsere klassische Big Shot vielleicht eben auch kennen. In dem Fall ist es einfach ein neues System, weil die kann man so aufklappen. Dann nimmt die nicht so viel Platz weg, dann ist sie ein bisschen schmaler, die Maschine. Und sie haben aber zu dieser klassischen Größe auch noch eine Mini-Größe dazu gegeben. Aber die Mini-Größe bitte nicht als Mini verstehen für die Profis unter uns. Ich habe zum Beispiel die Sidekick, die ja wirklich Mini ist. Und die hat wirklich so ganz mini kleine Acrylplatten, was die natürlich auch hat. Mir ist es nur extrem aufgefallen, weil viele von diesen Stanzformen wird jetzt eben hier anhand, ich zeige es euch einfach nur, anhand von dem roten Punkt auch gleich gezeigt, dass die alle für diese Minimaschine sind. Und da wurde ich einfach bei manchen Größen hier, bei den Kreisgrößen, wurde ich einfach stutzig, weil ich immer so, was? Kann doch gar nicht sein, dass die alle durch die Minimaschine passen, weil sie durch meine Sidekick tatsächlich nicht passen würden. Also, ergo, ist deren Minimaschine ein bisschen breiter und steht aber auch genau, wenn man das Kleingedruckte liest, steht auch da, das ist 8,9 cm. Und meine hier, also wer jetzt die Sidekick vielleicht hat oder überlegt hat, die sich zu besorgen, meine ist 6,5 cm. Also 6,5 cm und die ist 8,9 cm breit. Ja, also nur, damit ihr da auch schon mal Bescheid wisst, dass es die zwei verschiedene Größen gibt und dass die Mini nicht die Mini wie von der Sidekick eben auch ist. Aber trotzdem zwei schöne Größen. Und diese Maschine, eine von den beiden oder beide, je nachdem, was man sich leisten möchte, die braucht man natürlich, wenn man jetzt eben diese ganzen Stanzformen und Prägeformen, die auf den folgenden Seiten kommt, haben möchte und damit
kreativ sein möchte. Hier ist einfach nochmal das weitere Zubehör. Natürlich kommen die Maschinen immer mit ihren Stanzplatten und Prägeplatten, die man natürlich braucht. Also die werden nicht nur als Maschine nur geliefert, sondern natürlich mit den passenden Platten werden sie schon geliefert. Sollte mal eine Acrylplatte eben mal kaputt gehen oder braucht man eben nochmal ein extra Set, kann man sich das hier alles nachbestellen. Oder es gibt auch wieder eine magnetische Stanzplatte für beide Maschinen, kann man da separat eben bestellen. Das ist dann auf dieser Seite alles erklärt. Und hier kommen jetzt eben die ganzen Formen und anfangen tun sie auch wieder mit den Stanzformenpaketen. Wie bei den Handstanzen gibt es hier die Stanzen und eben dann das passende Stempelset. Wenn man das gemeinsam eben bestellt, kann man eben natürlich auch wieder 10% sparen. Das sind praktisch dann immer so diese Pakete. Und danach gibt es auch noch ganz viele Seiten, gibt es eben auch hier nicht Pakete, sondern einzelne Stanz, also nicht einzelne Stanzformen, sondern natürlich immer diese Stanzform-Sets in dem Fall. Das heißt aber nicht, dass die nicht kombinierbar zu irgendeinem Stempelset sind. Steht nämlich hier unten drunter, passend zum Stempelset, bla bla bla. Aber man bekommen sie eben nicht mehr in diesem 10% Preisersparnis. Also das ist der Unterschied. Und dann gibt es natürlich auch noch so Basisformen, also so Kreise, Rechtecke und Ovale. Klar, die sind ja nicht explizit zu irgendeinem besonderen Stempelset dann praktisch kombinierbar, sondern zu allen möglichen kombinierbar. Dagegen hier sind es immer die Preisersparnisse und hier hat man halt einfach den Rest aufgelistet auch noch und dort unten drunter geschrieben, zu welchem Stempelset eventuell gehörte. Und mit diesen vielen roten Punkten, das könnt ihr hier wirklich gut erkennen, sind wirklich viele, viele, viele Stanzformen passend alleine schon für diese Mini. Also man könnte jetzt praktisch sagen, man bräuchte fast nur die Mini-Maschine, wenn man die von Stamping Up haben möchte. Hier sind die Prägeformen. Auch da die Prägeformen, wer das noch nicht so ganz kennt. Man braucht natürlich so eine Maschine und es ist praktisch so ein Plastikteil, wo man ein Papier reinsteckt. Das ist wie so eine Klappe. Da steckt man dann das Papier hier so rein und kurbelt es eben auch durch die Maschine durch. Und dann kann das Papier unterschiedlich geprägt werden. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Finde ich immer wieder schön. Vor allem ist es gleich so eine Haptik, die man an seiner Karte oder an seinem Projekt dann eben auch hat. Und da gibt es schöne Motive. Alles, was rot ist, sind die neuen Motive. Ja, das war es im Grunde genommen. Die letzten Seiten im Katalog sind nochmal speziell die Seiten, weil Stamping Up ist ja eine Direktvertriebsfirma. Das heißt, hier wird das nochmal erklärt, dass zum Beispiel, das ist ja mal der Sinn und Zweck so praktisch hinter dieser Firma, dass man sich ja eigentlich in einer geselligen Runde zusammenfinden soll, gemeinsam kreativ sein soll. Und wenn man vielleicht sogar gemeinsam eine Bestellung aufgibt, dann würde man ja vielleicht auf eine höhere Bestellsumme ja vielleicht eben auch kommen. Man kann jederzeit alleine bestellen. Man ruft einfach nur seinen Demonstrator an oder schreibt ihm oder wie immer man mit ihm auch in Kontakt gekommen ist. Oder man schaut auf der Stamping-Up-Seite nach, welcher Demonstrator in deiner Nähe eben auch wohnt. Oder man geht auch ganz autark und selbstständig auf den Online-Shop auf der Stamping-Up-Seite. Plus da muss man natürlich auch einen Stamping-Up-Demonstrator noch wählen, aber auch da kann man einfach die Produkte ja bestellen. Aber wie schon gesagt, Sinn und Zweck war ja eigentlich dieses gesellige Zusammensein, das Treffen, um gemeinsam kreativ zu sein, um sich zu inspirieren, um sich anzustecken, um sich Tipps eben vielleicht eben auch zu holen. Ja, und in der Runde ist es natürlich eh immer schöner. Und dann soll es natürlich ja einen Vorteil haben, also soll ja belohnt werden, dass wenn man dann eben für 200 Euro oder sogar auch noch mehr bestellt, bekommt man Shopping-Vorteile. Das heißt, als Beispiel, wenn du jetzt für 200 Euro bestellst, ob es jetzt alleine ist oder in einer Gruppe, total egal, dann kann man sich für 10%, das wäre ja dann in dem Beispiel 20 Euro, sich zusätzlich noch was aussuchen. Also egal, was du dann dir in dem Katalog aussuchst, kannst du dir eben was für 20 Euro aussuchen. Du kannst jetzt sagen, okay, jetzt nehme ich hier so ein Farbkartonset hier nochmal in Signalfarben, da kostet jetzt eben 11 Euro, dann habe ich jetzt 9 Euro übrig, wunderbar, da kann ich mir jetzt noch ein Stempelkissen aussuchen. Dann habe ich die 20 Euro schon rum und habe noch zwei Produkte zusätzlich bekommen. Ich kann aber auch die 20 Euro, als Beispiel wiederum, auch einlösen, um diese zwei Stempelsets oder einen von den beiden oder vielleicht auch beide, kommt ja auf die Summe drauf an, die man sich geholt hat, kann man die auch hier einlösen. Denn diese beiden Stempelsets, die kann man nicht normal bestellen. Auch wir Demonstratoren können die nicht normal bestellen, sondern die können tatsächlich nur, wenn man hier einen Shopping-Vorteil sich
erkauft hat, damit einlösen. Das heißt dann eben, auch hier steht die Bestellnummer. Hier müsste man zum Beispiel jetzt 15 Euro, auch hier 15 Euro einlösen. Es steht zwar in Klammern auch immer noch ein Wert da, das heißt praktisch das Stempelset, wenn man es jetzt normal verkaufen würde, hätte schon einen Wert von 25 Euro, aber du bekommst es dann sogar für 15 Euro. Aber diese 15 Euro kriegst du nur eben, wenn du die damit dir praktisch ja erworben eben auch hast. Und dann kannst du vielleicht auch einen von den beiden Stempelsets bekommen. Ja, auch hier wiederum, die letzte Seite nochmal richtet sich an alle, die vielleicht sich auch schon mal Gedanken gemacht haben, vielleicht selber auch einzusteigen und Demonstrator zu werden. Oder vielleicht mal den Gedankengang, dass wenn man eben den Katalog hat, man ist vielleicht schon länger dabei oder auch neu und denkt sich, oh Gott, ich könnte den ganzen Katalog kaufen, kommen zumindest auch auf eine Summe von 129 Euro, dann könnte man sich diese Seite ja vielleicht nochmal genauer durchlesen und vielleicht natürlich mit seinen Demonstratoren des Vertrauens vielleicht nochmal in Verbindung setzen. Denn man könnte sich ja auch mal Gedanken machen und sagen, so Mensch, also ich würde wirklich jetzt mal eine größere Bestellung aufgeben. Vielleicht würde ich sowieso mal regelmäßig bestellen oder ich habe eh einen Freundeskreis, wo ich immer gemeinsam immer gerne stempel. Dann kannst du dir nämlich, dann musst du nämlich 129 Euro ausgeben, was du ja vielleicht eh getan hättest, kannst dir aber Produkte im Wert von 175 aussuchen. Also du suchst dir Produkte, egal welche, das ist ja nur ein Beispielbild, von 175 Euro aus, ne, schreibst das alles auf deinen Bestellzettel, zahlst aber nur 129 Euro und bist dann zusätzlich noch Demonstrator. Und dann gibt es hier noch Geschäftsmaterial und sie schenken dir Geschäftsmaterial und Versandkosten, also die 5,95 Euro, musst du dann nicht bezahlen, wenn du die bezahlen hättest, müssen eben von deinem Demonstrator ausgesehen. Und Geschäftsmaterialien, das sind halt eben solche Sachen. Du kriegst natürlich die Kataloge, kriegst Broschüren, du kriegst Flyer, kriegst die Bestellformulare. Also das versteht man dann unter Geschäftsmaterial. Also von dem her kann man sich das ja dann auch nochmal durch den Kopf durchgehen lassen und fragt dann einfach euren Demonstrator, falls euch das mal interessiert. Kennt ihr euch schon mit den Namen ganz gut aus und sucht ein ganz spezielles Stempelset und ihr wisst den Namen von dem Set, dann könnt ihr hier schnell im Index nachschauen, auf welcher Seite ihr es findet. Ihr habt schnell die Bestellnummer und auch den Betrag. Und auch hier steht eben nochmal, ob es das Stempelset eben dann auch in Englisch und Französisch gibt. Da, wo es eben keine Hinweise gibt, dann sind es eben die reinen englischen Stempelsets. Aber hier, wenn ihr die nicht auf Deutsch haben wollt, könnt ihr die selbstverständlich auch in den anderen Sprachen bestellen. Das ist einfach auf den Seiten. Und auf der letzten Seite ist halt einfach hier nochmal ein Überblick, so dass man halt eben kreativ werden kann. Zum Beispiel ne, zum Auftakt mit irgendwelchen speziellen Projektsets. Das waren jetzt praktisch eben hier die, die ich euch am Anfang hier gezeigt habe, wo man eben alles komplett eben mit hier drin hat. Ne? Oder ob es eben die Produkte eben sind, wo man eine Stanze oder eine Stanzform zusammen mit dem Stempelset hat. Oder eben eine komplette Reihe eben auch hat. Und das möchte ich euch in meinem nächsten Video eben vorstellen, die Produktreihen. Und anfangen möchte ich ganz gern mit der Produktreihe Ewiges Grün. Die Profis unter uns habt das sicherlich schon in Gänze teilweise schon gesehen, weil das ist auch ein Set, was wir als Demonstrator schon auch im Vorverkauf uns auch kaufen konnten. Ich habe es mir auch bestellt, ich liebe es. Also da kann ich euch nicht nur die Katalogseiten genauer erklären, sondern sogar auch das Set genauer vorstellen. Das wäre mein nächstes Video, aber auch in den folgenden Videos möchte ich euch weitere Produktreihen vorstellen. Ich denke, da rentiert sich dann schon mal ein genauer Blick auf die kleinen Details, weil manche kleine Items gehen da tatsächlich ein bisschen unter. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ein bisschen weitergeholfen. Gebt mir doch einfach in den Kommentaren Bescheid, ob es hilfreich war, was ihr vielleicht speziell in dem Katalog vielleicht genauer erklärt bekommen möchtet, vielleicht nochmal. Oder falls ich natürlich das Produkt selber, wie hier eben dieses ewige Grün auch schon da habe, es euch vielleicht auch weiter vorstellen kann. Oder ich verlinke euch gerne auch eine Kollegin, die das, also dieses Set vielleicht dann eben auch schon hat und vielleicht besser vorstellen kann. Also lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen. Ich freue mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben oder überhaupt über eure Kommentare und wünsche euch weiterhin eine schöne kreative Zeit und das nächste Mal natürlich auch mal wieder kreativ. Anfangen durch dann mit diesem Projekt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis demnächst. Eure Jasmin.